Moin, neues Video von Drehmoment. Das letzte Mal aus meinem Hof, weil heute ist Silvester. Ab morgen haben wir endlich die Neuhalle. Können da renovieren und langsam einziehen. Das heißt, letzte Video in meinem Hof. Und wir haben gedacht, wir wollen dieses Jahr 2021 mit etwas Schönem beenden. Etwas Schönes heißt neues Fahrwerk für Dennis. ST-Fahrwerk. Wir erklären gleich mehr zum Fahrwerk nach dem Auspacken. Und heute gleichzeitig bekommt Dennis endlich diese geilen Räder drauf. 19 Zoll. Wir haben die vor kurzem montiert bei DW Oberflächentechnik. Dazu blenden wir direkt jetzt im Anschluss was ein. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. I've been on the flex since flex on. My hood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No brakes, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Ja, sogar leichter? Ja, krass. Mahlzeit. Es geht weiter mit den Felgen von Alutech. Für Dennis sein Auto, für den E46. Wir haben schon mal ein bisschen rummontiert. Natürlich sind wir wieder bei Dennis Woidke. Moin. In Ludwigshafen, wo auch sonst. Und wir haben gerade gerätselt, was wiegt dieses Rad. Und erstaunlicherweise, wir sind ziemlich... Du musst vielleicht nochmal dazu sagen, 19 Zoll, 8,5. Genau. ET 38, aber es macht, ist egal. Ne? Auf jeden Fall positiv überrascht. Mhm. Das ist echt gut für ein 19 Zoll Rad. Das ist wirklich okay. Für so ein Proma. Und jetzt kommt noch was Positives. Wir haben schon 3 Stück montiert, also Reifen drauf. Du hast was bestellt? Falken, gell? Falken, genau. Falken auf den Rädern. Und bis jetzt 3 Räder, im Prinzip gar keine Unwucht, also nichts. Wenig. 5 Gramm, 10 Gramm, lächerlich. Jetzt kommt das letzte Rad. Wenn das auch so positiv ist, dann muss man schon mal ein sehr, sehr gutes Fazit ziehen zu den Rädern. Am Freitag kommt bei Dennis das neue Fahrwerk rein und dann können wir die endlich gescheit Probe stecken. Dann bin ich mal auf die Optik gespannt, weil ein bisschen Stretch haben wir schon, ne? Ja. Minimal. Können wir euch gleich mal zeigen. Ja, das nenne ich Vorführeffekt, oder? Das vierte Rad und hat am meisten Unwucht, wobei ist auch harmlos, ist okay, oder? Also wenn das schlimmste Rad ist, dann bin ich zufrieden. Ja, also ich habe da leider andere Erfahrungen gemacht, machen müssen. Mit anderen Rädern. Ja, ich würde sagen, wenn die dann gleich drauf wandern. Was hast du jetzt drauf, Dennis? 16 Zoll, ja. Ich dachte 14. Ja, gefühlt, ne, wenn die andere Felge daneben steht. Ja, klassische BMW Winterräder, würde ich mal sagen. Nichts Wildes. Und jetzt kommen die drauf. Natürlich werden die jetzt im Winter nicht gefahren, sondern nur heute. Heute ist tatsächlich das Bombenwetter nochmal, Silvester. Mit denen fährt Dennis hoffentlich nachher nach Hause, ne? Mhm. Wenn nichts schief geht. Und ich glaube, das wird ballern. Ich hoffe, wir kriegen sie drunter. Aber dank des neuen Fahrwerks und sehr schmale Reifen, also ordentlich Stretch, könnte das klappen. Wir haben natürlich vorgesorgt, wie das so ist. Irgendwas reißt immer ab, irgendwas ist mega rostig. Wir wollen ja Dennis sein Auto so nach und nach jetzt restaurieren, kann man wirklich sagen, oder? Würde ich schon sagen, ja. Restaurieren, neu aufbauen, wie das halt so ist. Wie alt ist er jetzt? Baujahr 2000. Baujahr 2000, E46 Coupé 320 mit 170 PS. Mhm. Wir messen den nächstes Jahr, also in wenigen Wochen wird es weitergehen dann am Auto, Zeiten messen. Aber jetzt wird er erstmal technisch wirklich wieder auf Vordermann gebracht. Und wie das so ist bei so einer Fahrwerksmontage, sollte man vorbereitet sein auf alle Eventualitäten. Und ich bin eh ein großer Freund davon, alles neu zu machen. Also Lager, alles Gummi, was eben porös wird mit der Zeit. Sachen, die wirklich rostig werden oder gerne abreißen und schrauben. Wenn man es schon in der Hand hat, machen wir es gleich neu, machen es gleich schick. Würde ich sagen, let's go.
wir machen jetzt mal kleine Probefahrt. Bevor wir das Fahrwerk einbauen, ist uns natürlich im letzten Moment eingefallen, ne? Genau, wäre mal nicht schlecht, da einen Vergleich zu haben. Ich habe mir natürlich auf dem Weg hierher so ein bisschen eingeprägt, wie sich das Fahrwerk anfühlt. Ich meine, ich fahre es ja jetzt schon seit über 10, 12 Jahren. Das ist jetzt die sportliche Fahrwerksabstimmung von BMW. Also du hast ab Werk das M-Sportfahrwerk drin. Genau, ja. Das ist jetzt aber seit dem Jahr 2000 nicht gewechselt worden, also keine neuen Dämpfer oder sowas? Zumindest vorne nicht. Also hinten habe ich jetzt schon neue Dämpfer drin. Aha. Von Bilstein. Vorne nicht. Vorne sind noch die ersten. Ob es die ersten sind, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Okay, aber seit, naja, du hast das Auto seit? Seit 2009. Okay, ich hoffe, man sieht's. Ich bin das erste Mal in der Kamera. Das ist so eine kleine Teststrecke. Schön uneben, einige Kurven. Und wir haben gedacht, wir zeigen euch mal, wie das Fahrwerk sich so laut Dennis verhält, jetzt im Serienzustand. Ja. Und vor allem dann im Vergleich mit dem neuen ST-Fahrwerk. Gut, man muss jetzt halt auch noch dazu sagen, wir haben jetzt noch die fetten Ballonreifen drauf. Ne? Ja. Es wird alles sehr, sehr viel weicher wirken. Ne? Also es wirkt sehr komfortabel, sag ich mal. Okay. Das heißt, im Moment poltert hier drin nichts. Nö. Es klappert nichts. Und du kannst ziemlich flott hier über die Unebenheiten fahren. Auf jeden Fall. Also ich muss mir jetzt die großen Gedanken machen, ob ich da jetzt irgendeinen Schlagloch habe oder so. Das ist jetzt halt so ein krasses Schlagloch. Ja. Das ist halt wirklich so ein richtiges Urlaubs-Setup, sag ich mal. Ja. Und das, was jetzt draufkommt, ist halt total Banane, ne? Wobei es halt ein Daily-Fahrwerk ist, was jetzt reinkommt. Also es ist kein Rennstrecken-Setup für dauerhafte Nordschleife, sondern sportliche Daily. Also wegen dem Komfort mache ich mir jetzt nicht so die großen Sorgen. Eher wegen der Bodenfreiheit, weil ich das halt überhaupt nicht gewohnt bin. Ne? Wo kann ich drüber fahren? Wo komme ich noch hoch, die Bordsteinkante und so. Ne? Mhm. Ohne mir auch die Felgen zu zerschrubben. Ja. Das werde ich jetzt alles so nach und nach erfahren müssen. Aber ist schon ein bisschen Schiffschaukel-Style, ne? Ja, man merkt es schon, ja. Schöne Strecke, oder? Brutal. Das macht mir gerade mega Spaß. Es ist jetzt nicht die ideale Teststrecke für ein Gewindefahrwerk nachher. Aber ich glaube trotzdem für einen Vorher-Nachher-Vergleich schon ganz schön. Ich denke auch, dass wir dann den Unterschied merken. Jetzt in der Luft. Jetzt mal den Stefan hier schaffen. Bin ich mir viel zu fein zu. Nee, Quatsch. Ich mach das schon auch selber. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind live dabei, wenn eine Schraube abreißt. Eine nicht unwichtige Schraube. So, um den Querlenker rauszukriegen, gibt es natürlich wieder Spezialwerkzeug. Ich habe leider nur den für Spurstangenköpfe. Der passt nicht, wir haben es gerade probiert. Neues Set Abzieher ist bestellt. Kommt natürlich erst am 3. Januar, ist ja klar. Das heißt rohe Gewalt. Wir werden einige ordentliche Schläge geben müssen auf dieses, wie heißt denn das, Radnabengehäuse. Ja, das. Also da, wo der Querlenker befestigt ist. Die Geschichte hier. Hier guckt schön der Bolzen aus. Super nervig das Teil hier. Ist Gussmetall, also eigentlich nicht schön, nicht schlimm, meine ich. Hier ist Alu, da wollen wir ungern drauf klopfen. Das steckt quasi auf so einem konischen Ding drauf und hat sich doch feste Fresse. Genau. Und das muss man da immer rauskloppen wie ein Psychopath. So. Oh moin. Sonst kommen wir hier nicht mehr voran da. Das ist unser neues Federbein. Technisch erkläre ich nicht so viel, bin da wirklich nicht der Experte, aber wir haben eine Vorspannfeder, eine Hauptfeder. Das ganze Fahrwerk ist einstellbar, oben auf Zugstufe. Zugstufe, ja. Mit dem kleinen Nypsi, der jetzt noch in der Kiste liegt. Auf jeden Fall, wir stellen da erstmal gar nichts ein. Wir bauen jetzt nur das neue Domlager drauf. Neues Domlager. Wir haben jetzt von SKF, weil Lehmförder gab es leider nicht.
Meile HD könnte man, glaube ich, noch kaufen, aber SKF dürfte Erstausrüster sein von BMW. Also kann man bedenkenlos kaufen, nach meiner Erfahrung. Da fehlen uns jetzt noch die zwei Scheiben, eine gewölbte und eine gerade Unterlegscheibe, die wir von dem alten Fahrwerk noch abbauen müssen. Liegt da. Genau. Das heißt, das jetzt nochmal auseinanderbauen. Oder die Scheiben gleich neu mitbestellen, kann ich nur empfehlen. Dann könnt ihr das Gerödel so lassen, wie es ist. Das machen wir jetzt schnell und dann bauen wir hier das neue Domlager drauf. Und was man noch kurz sagen muss, einfach zum Aus- und Einbau oder zum Ausbau, besser gesagt, ist jetzt alles noch improvisiert hier. Ich brauche da noch einen gescheiten Getriebehebel und so weiter. Aber diese Schraube, die habe ich zwar neu da, aber die möchte ich gar nicht weiter rausdrehen. Und da ist sie. Sorry. Ja, das ist eine richtige Mistschraube, die rostet sich halt richtig hart fest da drin. Ne? Wir hatten das Gefühl, die reißt gleich. Wir wollten gar nicht weiter drehen. Wir haben die jetzt nur minimal aufgedreht, dass der Dämpfer rausgeht. Ich glaube, da sieht man es auch im Schlitz. Das Federbein. Wir haben die jetzt ordentlich eingesprüht natürlich, aber die fühlt sich gar nicht gut an. Und deswegen, das ist echt Mist. Zweitens, Querlenker rausbekommen. Die hat Dennis zwar mal sogar neu gemacht schon, vor ein paar Jahren wahrscheinlich. Ja, maximal 2 Jahre vielleicht. Die Mutter ging gut auf, aber der Querlenker wollte uns verreckt nicht raus. Ich habe leider noch keinen richtigen Abzieher, sondern ist jetzt nur das kleine Ding. Der ist aber für Spurstammköpfe, der passt hier nicht. Ich habe jetzt neue bestellt, die kommen halt erst am 3. Januar an. Auf jeden Fall in Zukunft, merke ich, muss man sich noch besser ausrüsten. Es hört halt nie auf. Auf jeden Fall, der wollte uns verreckt nicht raus. Wir haben jetzt eine ganze Weile drauf rumgeklopft mit unserem Bello. Der kann eigentlich schon was, aber ey, Spaß macht es nicht und ist halt ein Alu-Querlenker. Musst halt aufpassen, dass du den nicht zu doll malträtierst. Es ging dann noch irgendwann, aber es war echt ein Kampf. Also das macht keinen Spaß, muss ich sagen. Da also und natürlich auf die Aufnahme vom Querlenker. Ja, ein kleines Panipsel. Nicht auf das Ding, wo der Dämpfer drin steckt. Aber da haben wir auch drauf geklopft. Warum? Ja, bisschen. Weil das Federbein nicht rausging, das alte. Auch komplett festgegammelt. Und immer schön auf den Dämpfer hacken, ne? Genau. Gut, bei den alten ist jetzt eh scheißegal. Bei den alten ist scheißegal, ja. Aber das heißt, wir haben nur auf das Gusseiserne drauf geklopft. Weder aufs Alu nach Möglichkeit, noch natürlich auf den Dämpfer. Ich muss sagen, in den Anleitungsvideos, die es meistens so gibt von irgendwelchen Kfz-Zubehörherstellern, sind die Teile halt immer neu, schon 10-mal aus- und eingebaut, eingefettet, vorgefettet. Da flutscht es nur so raus. Bei uns leider nicht. Also dafür muss man sich echt Zeit nehmen. Bei uns ist halt Reality-TV, ne? Genau. Noch eine schöne Überraschung, uns jetzt erst eingefallen ist. Hier ist noch der alte Koppelstange. Die alte Koppelstange im Stabi drin, richtig. Und da haben wir gemerkt, ja, die mit den neuen Federbeinen, oder Dennis? Ist ein bisschen lang. Genau. Und dafür gibt es ja auch. Wir brauchen kürzere Stabis. Und ich habe schon geschwitzt, scheiße, das wird heute nichts mehr. Aber die Firma KW bzw. ST hat mitgedacht und hat neue Querlenker. Sogar von Meile. Koppelstangen von Meile HD sogar mitgeliefert. Passt. Das hat uns jetzt den Tag gerettet, weil die waren im Produktfoto nicht mit drin, aber im Karton waren sie mit drin. Falls immer gerade Nebel, damit man mal sieht, wie unterschiedlich das jetzt ist. So. Hm? Herr Kaschura? Wie rum muss ich nochmal drehen? Sie arbeiten? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Richtige Arbeit? Soll es geben, ne? Okay, ein neues Federbein ist drin. Das hat jetzt wirklich gut funktioniert. Interessant ist, dass das... Oh Gott, sieht man es? Keine Ahnung, sorry. Das neue Domlager hat da so einen Zapfen zusätzlich drauf, den man einfach durch die Karosserie durchdrückt. Das ist ein vorgestanztes Loch, was dafür vorgesehen ist, sozusagen. Querlenker machen wir gerade wieder fest. Mhm. Hier. Der muss noch raus. Ist schon fest wieder. Also unser Federbein ist wieder ordentlich drin. Koppelstange tauschen wir gleich. Ja, und dann ist schon mal die rechte Seite fertig. Mhm. Kannst du noch? Ja, ich habe gerade den Schlüssel auf mein Handy gedroppt. Alles gut. Ja, wir sind ja schon bald soweit. Drückst du mal runter? Achso, wir haben mal runtergedrückt. Jo. Fertig. Fertig. So. So. Jetzt haben wir es doch tatsächlich geschafft. Fahrwerk ist drin. Dann haben wir auch schon direkt die Räderchen drauf geschmissen. Aber ich glaube, das. Soll ich es euch gleich zeigen? Oder erst im Porn?
Fahrwerk ist jetzt auf Gutachtentiefe gestellt. Also ein Gewindegang Restgewinde. Und wir werden gleich mal sehen. Sieht schon sehr vielversprechend aus. Hau rein. Handbremse ist angezogen, ne? Ich glaube schon, ja. Oh, warte mal kurz. Der kommt doch jetzt wesentlich tiefer, ne? Ja. Nicht, dass er hinten aufsetzt, auf deinem Busch. Auf deinem Rasen, meine ich. Nee, nee. Okay. So, jetzt kommt der Moment. Wow, Digga. Ja. Abgelassen. Alter. Also hinten kommt übel, ne? Aber gut, die haben ja immer so ein bisschen Hängearsch, ne? Ja gut, das gucken wir mal rein. Damn! Rechts ist noch hoch. Fuck, Alter. So, ja, jetzt haben wir um 10 Minuten das letzte Tageslicht verpasst. Draußen ist schon dunkel, aber wir sind fertig geworden. Ja, Gott sei Dank. Wir fahren jetzt. Dennis hat sogar meine Hofeinfahrt gemeistert, trotz Tieferlegung. Das heißt, auch das Fahrwerk hat die erste Challenge bestanden. Es schliff nichts. Er war halt mega eingetaucht dabei. Da hat gar nichts geschliffen, Herr. Sah ziemlich geil aus. Ich sag Spurplatten hinten noch auf jeden Fall. Ja, ja. Dennis ist mega optimistisch, aber ich bin schon mal happy. Es knackt nichts. Es schleift nichts. Es schleift nichts, es knackt nichts, es macht gar nichts. Ist einfach gut. Und noch Gullideckel. Oh. Top. Die ersten Gullideckel auch bestanden. Wir fahren jetzt wieder die Strecke ins Dunkle, da wo wir vorhin mit dem alten Fahrwerk hoch sind. Warte, ich brauche noch einen Moment. Also es ist deutlicher Unterschied. Es ist ein deutlicher Unterschied. Es ist sehr viel härter, ja. Aber es ist nicht unkomfortabel. Okay. Ich spüre die Straße einfach nur ein bisschen mehr. Okay. Das blöd ist ja voll gut, Mann. Ja, ich muss das auch sagen, es ist immer noch butterweich. Fühlt sich sehr gut an. Weißt du, was das gerade für Schlaglöcher waren? Fahren wir ein bisschen schneller hier. Wir haben jetzt natürlich, was für so einen Test nicht ideal ist, eine andere Radreifenkombination drauf. Wir hätten jetzt natürlich eigentlich für diesen Test vorher nachher die Winterräder drauf machen müssen. Ja, also es ist massiv. Also kannst du eigentlich fast gar nicht vergleichen. Aber dafür, dass jetzt 19 Zoll Schlappen drauf sind, mit sehr, sehr schmaler Bereifung, ist das echt komfortabel. Ich bin mega zufrieden. Alter! Das ist geil. Also jeder hätte jetzt erwartet, Gewindefahrwerk nochmal auf unterste Stufe. Guck mal, jetzt fahren wir schon 70. Unterste TÜV-Stufe. Es schleift nichts. Das ist eine richtige behinderte Straße und es schleift gar nichts. Mega. Alter. Also ich komme heute auf jeden Fall mal nach Hause, das ist doch schön, oder? Ja, aber ohne Schleifen. Ohne Schleifen. Also ich habe fest damit gerechnet, wir müssen es gleich noch höher drehen. Wie gesagt, unterste TÜV-konforme Einstellung. Ach, vorne jetzt? Hinten. Oh, gar nichts. Es schleift nichts. Gar nichts. Und sonst? Auch Lenkeinschlag, super. Und viel direkter. Direkt. Viel direkter. Okay. Boah. Also was vorher halt war, diese fetten Reifen, die brauchen immer, die haben so ein bisschen Delay, würde ich das nennen. Also wenn du einen lenkst, dann hast du vielleicht so ein paar Sekunden, wo es so reinschwammt, sag ich mal. Und das habe ich jetzt gar nicht. Also ich merke sofort die Straße. Voll geil. Geil. Anderes Auto. Jo, wir haben jetzt beschlossen, noch kurz Landstraße zu fahren. Ja. Also ein bisschen cleanere Oberfläche, sag ich mal. Ne? Und Alter. Dennis, Eindrücke, Landstraße. Ohne Holpern. Das ist übel geil. Also da fährt er einfach wie ein Brett durch und schluckt einfach alles weg. Man hört es eigentlich nur. Also nicht wundern, das Quietschen kommt von hinten, was wir im Kofferraum liegen. Das ist Styropor von den Felgen noch. Also. Ja. Das ist geil. Also jetzt auch mein subjektiver Unterschied, Einschätzung im Vergleich zum KW Variante 1 im E36. Als Beifahrer jetzt wohlgemerkt, was ich auch nicht oft mache, würde ich behaupten, das Fahrwerk ist deutlich komfortabler. Also Komfort, das heißt, es poltert nicht. Es ist nicht bretthart, sondern einfach, es ist genauso straff, würde ich behaupten. Mhm. Aber mit mehr Komfort. Irgendwie schon, ne? Es schluckt die Unebenheiten angenehmer. Also ich als Beifahrer bin schon sehr begeistert. 215er Reifen, die grippen auch gut, ne? Ich würde sagen, wir machen nochmal ein richtiges Fazit im Hellen. Ja, dann auf jeden Fall. Noch ein paar Fahreindrücke sammeln.
Das war heute war Montage, Testfahrt. Ne? Ja. So, ich drehe jetzt hier. Aber der erste Eindruck ist Bombe. Auch gerade in Bezug auf die 19-Zöller mit sehr schmaler Bereifung. Keine Karosseriearbeiten notwendig mit den Alutec-Rädern. Und da ist noch Platz. Da ist sogar Platz. Also ich glaube, TÜV sollte kein Problem sein. Überhaupt kein Problem. Verschränken. Ah gut, wir schauen mal, wie er sich verschränken lässt. Ne? Ich weiß es nicht. Also es sah gerade richtig krass aus. Ne? Aber ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch. Das sah alles sehr gut aus. 100%. Jetzt kann das neue Jahr kommen, Alter. Also wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit, ne? Bis jetzt Reifen, Felgen und Fahrwerk, Bombe. Absolut geil. Dann würde ich mal sagen, ciao, ciao. Ciao, ciao. Und guten Rutsch. Guten Rutsch. Wobei, wenn das Video rauskommt, wird es zu spät sein. Ist egal. Und gute Nacht und tschüss. Ciao.